Und somit ein herzliches Willkommen zurück, mein lieben Freunde, zu einem neuen Projekt. Und zwar auf der PlayStation 4 spielen wir zu zweit. Until Dawn. Auch von mir ein herzliches Willkommen, meine Lieben. Ist ein bisschen laut. Ja, es gibt Until Dawn und das spielen wir zu zweit immer abwechselnd. Ja. Und wundert euch nicht, wenn ihr irgendwie knarzen hört oder so, denn wir haben zwei Lederstühle nebeneinander stehen und wenn die aneinander reiben, dann knarzt es immer. Also solltet ihr irgendwelche Nebengeräusche hören, die irgendwie nicht zusammenpassen zum Spiel, wisst ihr, worum es geht. Das fällt wahrscheinlich gar nicht auf. Denkt mal, es gehört zum Spiel. Wahrscheinlich. Ja, wir spielen Until Dawn, das neue Horrorspiel, exklusiv auf der PlayStation 4, was wir auch auf der Gamescom angezockt haben. Und nun werden wir original spielen, die Geschichten, je nachdem, wie viel wir spielen. Mal gucken, ob wir zwei, dreimal durchspielen oder einmal. Je nachdem, wie es ist, werden wir dann sehen. Und ihr seid live dabei. Gut, wir fangen einfach eine neue Geschichte an und schauen mal rein. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verkleidet? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nee, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Netter Hintern. Sowas mies. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh. Oh, es fängt schon an, oder? Oh ja, es fängt an. Und ich muss schon sagen, diese ausgeprägten Hintern sind schon sehr ausgeprägt. Ja, wir sind in einer Ferienhütte mit ganz vielen Teenagern, 8 glaube ich an der Zahl waren es, und wir formen die Geschichte. Wir dürfen entscheiden, was passiert. Sind wir mal gespannt, was passiert, und schauen mal rein. Ein Zettelchen. Okay, schauen wir mal, drehen wir um. Jo. Hanna, du siehst in den Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike. Oh. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh. Zeit zum Eingreifen. Was machen die da vorne? Nickerchen oder was?
Kannst du den schubsen? Kannst du den Stuhl wegziehen? Nee, komm, leider schon. Nicht. Ah, schade. Ach, da vorne pit noch einer. Ja, es sind zwei. Das war eine heiße Party oder was? Irgendwo hier hat doch was geleuchtet. Wird es in der rechten Stick umziehen? Ah, okay. Ja. Ja. Okay. Ich kann die Flasche angucken. Wow. Jeremiah Craig. Okay. Jeremiah Craig. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Immer diese Alkoholiker. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ist das mies, Leute. Oh nein, oh das... Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Oh nein. Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Mein dummer Streich. Oh, Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ja. Das geht gar Hannah. Nicht. Um zu wählen? Was zu wählen? Just wecken und andere suchen. Die anderen suchen. Die Besoffene können eh nichts. Ja. Schnell, Leute, los! Da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Ah, sie ist rausgerannt. Los, wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Spaß, was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Was? Oh nee, oder? Oh Gott. Jetzt geht's los. Ja. Sicher schnell. Sicher. Nein, ich weiß nicht, ob sicher das so sicher ist. Ich nehme sicher. Wir spielen mal auf eine Nummer sicher. So. Wahrscheinlich war das zu langsam. Und jetzt kommt gleich. Drücke 5 Tasten auf einmal. Ja, und? Muss er drücke links. Fußspuren folgen, Geräusch folgen. Fußspuren. Ich sag Fußspuren. Okay, Fußspuren. Oh Mann, hey. Jede Entscheidung kann falsch gewesen sein. Oh. Scheiße. Fuck. Shit. Aber da waren Fußspuren, Menschenfußspuren. Wo steckst du? Ja, und? Benutze das Touchpad, wie dargestellt. Oh. Der Akku hält aber sicher nicht lang. Kannst du Lichtstrahl mit dem rechten Stick führen? Ja, okay. Das mache ich ja. Also Akku hält vielleicht eine Stunde, oder? Es ist Handy leer. Wir machen selber neue Fußspuren, das finde ich geil. Ja, jedes kleinste Datei ist ja wichtig. Ja, ich renne immer ins Schneesturm rum. Das Miese ist halt, dass ich später voll reingeworfen wird, um... Halt eins Klick, um schneller zu gehen. Da mache ich nur... Ah, da kann ich angucken. Das gibt's auch. Okay. Ach, damit somit schalten wir scheinbar... Freunde, somit? Was deine Freunde sind, welche eher so deine... Feine sind und alles mögliche. Vor allen Dingen schalten wir wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten frei. Hallo? Ist da jemand? Wie im Horrorfilm. Ist da jemand? Oh, okay. Was ist das?
Todestotem. Ich wollte gerade sagen, normalerweise fasst man die Dinger nicht an, weil die bringen Unglück. Nochmal. Ich will nochmal reingucken. Kommt da nochmal ein Video, wenn du es umdrehst? Nein. Okay. Heißt, wir müssen sie schnell finden, sie wird einen Stein runterrutschen. Gibt es zwei Wege, oder? Ne, gibt nur einen Weg. Ich dachte, es gab einen zweiten Weg, aber wir laufen da oben an. Ja. Okay. Und mach mal ein bisschen Bewegung. Ich bin schon schnell unterwegs. Da vorne ist ein Licht gewesen, hast du es gesehen? Nein. Ah, links wahrscheinlich, oder? Wenn das meinst. Hallo? Ist hier jemand? Wow, schnelle Laufen. Hey. Flammenwerfer, okay. Was war das denn? Nicht wieder, was, da vorne ist jemand. Hannah. Hallo? Okay. Hannah. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah, wer ist da? Was ist da? Rennt! Hannah! Rennt! Ah, das Handy! Komm, ist die Elche, oder? Oh, genau. Festhalten! Loslassen. Weiß nicht. Oh. Sterben beide, oder? Oh. Trotzdem einig gestorben. Ah. Beide. Beide. Ist die Frage, okay. Wäre der oben jetzt lieb oder nett gewesen? Lieb, lieb, nett oder böse? Weiß nicht. Ich hab den absolut gar nicht vertraut. Das ist voll gruselig gewesen. Scheiße. Zwei weniger. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und ziehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Okay. Aha. Das ist ja mal geil. Dann schauen wir uns mal die Karte an. Okay. Okay, das ist gruselig. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Die Evil Within. Die Evil Within damals, wo die eine Geschichte war. Nervös. Ich muss ehrlich sagen, nervös, weil die Dings hatten Haken. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Der Haken. Die Vogelscheuche. Finde ich.
Vogelscheuche, das war ja klar. Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Nein, nee. Schmeißfeld nee. Ist auch so eine Sache. Niemand drumrum. Nein? Warum? Einsam. Ja. Es ist niemand anderes da. Ah, es ist ein schmaler Grat zwischen der Friedlichkeit des Alleinseins und der Einsamkeit der Isolation. Mhm. Vielleicht sollten wir das in Zukunft erforschen. Hm? Denn ich fürchte, unsere Zeit ist um. Für heute. Nur bis zur nächsten Sitzung. Also verbring bis dahin etwas Zeit mit Freunden in einer Atmosphäre von Sicherheit. Okay, das ist eine geile Idee. Ich finde, das ist cool. Vielleicht war es auch jetzt so ein Test. Wie gesagt, es kam wieder eine Entscheidung. Sony Computer Entertainment. Super Massive Games. Until Dawn. Die Stimme hat gerade wirklich gesungen. Oh Tod, würdest du mir nicht bitte noch ein weiteres Jahr geben? Okay. Genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese
Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Memento Mori, 10 Stunden bis zum Morgen. Okay. Sam, Hannas beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig, gewissenhaft. Weiter. Hallo? Ein Hund? Habe ich das gerade richtig gehört? Ist jemand hier? Das ist der Typ mit der Maske. Sam, Weg zur Seilbahnstation. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Ich hoffe, der erste Part hat euch schon gefallen. Es war ja eigentlich quasi das Tutorial, wie alles begann. Und im nächsten Part werden wir weiterzocken. Und dann ist sie dran. Lasst einen Daumen, einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao.